Ja, also guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Oliver Schnell und ich kandidiere auf Platz 2 unserer Liste für den Gemeinderat. Und zu meiner Person in aller Kürze: Konstanz geboren und aufgewachsen, nach Abitur und Bundeswehr zum Studium nach Karlsruhe, das ich als Diplom-Wirtschaftsingenieur abschloss. Ich bin verheiratet und wir haben drei erwachsene Söhne. Ich bin als Consultant im Verkehrsbereich tätig, berate Flughäfen und Fluggesellschaften in ganz Europa, Verkehrsministerien und arbeitete in etlichen EU-Projekten mit. Und die EU war der Eintritt für meine, war der Grund für meinen Eintritt in die AfD vor inzwischen 11 Jahren. Denn bei diesen EU-Projekten lernte ich, wie sich dieser Laden mehr und mehr zu einem Moloch entwickelte, in dem Gelder zuhauf verschwendet werden, in dem sich selbstgegebene, oftmals durchaus sinnvolle Regeln nach Gutdünken über Bord geworfen wurden. Und Europa kann man heutzutage in 5 Worten erklären. Europa ist, wenn Deutschland zahlt, meine Damen und Herren. Seit 2019 bin ich im Gemeinderat. Meine fachlichen Schwerpunkte liegen im Bereich Verkehr und Kultur. Aber als Mitglied unserer kleinen Gruppe musste ich mich in viele Themen einarbeiten und erwarb mir auch jenseits meiner Schwerpunkte die Anerkennung durch Kompetenz bei der Verwaltung und auch bei Stadträten anderer Fraktionen. Und heute möchte ich in Ergänzung zu den Ausführungen von Dr. Schmidt zur geplanten neuen Stellplatzverordnung sprechen, deren Entwurf bereits in den Ortschaftsräten vorgestellt wurde. Die sieht vor, dass zukünftig nur noch 0,8 Stellplätze in neu geschaffener Wohnung zu erstellen sind. Also bei einem Haus mit 5 Wohnungen, also nur 4 Stellplätze, sprich eine der Familien darf sich ihren Platz fürs Auto dann auf der Straße suchen oder muss autolos leben. Sollten Sie 2 Autos in der Familie haben, kommt ja vor, ne, dass 2 Autos tatsächlich benötigt werden, dann bleibt für Ihr zweites Auto ebenfalls nur noch die Straße. Und noch einen obendrauf zu setzen, nur 0,6 Stellplätze reichen je Wohnung, wenn Tram oder Bus bei Ihnen weniger als 400 Meter Entfernung halten. Dafür haben Sie aber dann ab 35 Quadratmeter Wohnfläche nicht nur einen, sondern 2 Fahrradstellplätze vorzuhalten, die eine bestimmte Mindestgröße haben müssen. Und welche im Keller gelten da nicht? Geradezu absurd mutet das an, wenn die Verwaltung, so wie in der Kriegsstraße, mindestens 122 Parkplätze entlang der Straße wegen eines Radweges wegfallen lassen will und argumentiert, sie sollen halt ihr Auto vor oder hinterm Haus abstellen und dafür dort Parkraum schaffen. Also die Fläche versiegeln, also genau das tun, was ihnen hier in Kniebingen untersagt wird. Diese Argumentation ist an Beliebigkeit kaum zu übertreffen. Hauptsache, es geht gegen das Auto. Sie sollen gefälligst den öffentlichen Nahverkehr oder noch besser das Fahrrad nutzen. Aber um Sie als Bürger nicht zu verärgern und Sie dann, dass Sie dann womöglich doch nicht mehr Rot-Grün wählen, wurde diese Satzung von der Tagesordnung der letzten Gemeinderatssitzung bis nach der Wahl erstmal abgesetzt. Andere kritische Dinge ebenfalls. Die BNN haben darüber berichtet. Mein zweites Thema ist Umfahrung Knieling. Da hat schon der Ruben Stolz was zugesagt. Auf die warten hier die Knielinger seit Ewigkeiten. Aber die wurde seinerzeit im damals noch links-grün dominierten Gemeinderat abgelehnt. Motto war kein Einstieg in die Nordtangente. Stattdessen gab es bislang direkt nach der Rheinbrücke eine Fahrbahnverengung von 3 auf 2 Spuren, sodass im Berufsverkehr die Autos auf der Brücke stauen. Und das motivierte die Pfälzerseite, eine zweite Rheinbrücke zu fordern, wegen des Staus auf der Brücke. Ne? Da staut sich's, also braucht man zweite Rheinbrücke. So kam das dort bei denen an. Ne? Und die zweite Rheinbrücke allein reduziert aber nicht den Durchgangsverkehr in Knielingen. Ne? Deshalb braucht man eine Umfahrung für Knielingen. Und diese Umfahrung wird in Berücksichtigung der Verkehrsprognosen, weil es wird etliches Richtung Norden auf der badischen Seite abfließt, Richtung Grabenneudorf und weiter, wird die vierstreifig geplant. Und jetzt im Gegensatz dazu macht die Stadt Karlsruhe bei der Umfahrung Hagfeld Süd ist die Planung ein zweistreifiges Sträßlein, also eine Schmalspurlösung. Und dort sind also künftige Staus vorprogrammiert. Und vor 3 Jahrzehnten hätte man diese Umfahrung Knielingen direkt zwischen Kläranlage und Raffinerie legen können, wo das heutzutage aus Naturschutzgründen, Herr Stolz hat es angesprochen, nicht mehr gehen soll. Aber einzelne Windräder sind dort in der Nähe aus Landessicht durchaus möglich, denn da gelten andere Vorgaben beim Naturschutz. Es geht ja um die Energiewende. Zitat Kretschmann: Am roten Milan darf die Energiewende nicht scheitern. Hat er gesagt.
Also etwas allgemeiner und zusammenfassend. Grün-Links will uns vorschreiben, wie wir uns fortzubewegen haben, wie wir heizen, ja, wie wir wohnen sollen, was wir essen oder vielmehr nicht mehr essen dürfen, wie wir sprechen sollen, überhaupt, was wir noch sagen oder posten dürfen. Mit Ihrer Wahl für die AfD stimmen Sie nicht nur für Politik im Interesse der Bürger, sondern auch für die Freiheit und gegen die Bevormundung durch Linksgrün. Und glauben Sie nicht, wenn Sie andere Parteien jenseits der AfD wählen, würden Sie ebenfalls die linksgrüne Dominanz brechen können. Nein, wir erleben es in fast jeder Sitzung im Gemeinderat, wie CDU und andere mit den Grünen oder der SPD kuscheln oder zumindest fragwürdige Kompromisse eingehen. In Ihren Redebeiträgen blinken Sie nach rechts, bei der Abstimmung dann nach links. Nur mit einer starken AfD im neuen Gemeinderat wird sich das ändern. Deshalb am 9. Juni AfD. Dankeschön.